Was bedeutet der Mensch? Der Hammerflügel stammt aus dem Jahr 1841, wurde also zu Lebzeiten Karl Löwes gebaut. Vielleicht sind es gerade diese Klänge, die Löwe zu seinen Liedern und Balladen inspirierten. Will wandern übers Meer. Die Fotografien im Booklet stammen aus meiner Serie über das Verschwinden und sind in Island entstanden. Sie thematisieren Vergänglichkeit auf metaphorische und symbolische Weise. Süßer Friede, komm an meine Brust. Es ist eben und glatt auf dem sandigen Grund, brecht sich und hier glänzt die alte versunkene Stadt. Wir vier Kunstschaffende, die wir mit unseren jeweiligen Künsten an dieser CD beteiligt sind, kennen uns seit frühesten Schultagen. Und da lag es nahe, Sprechkunst, Fotografie, Gesang und Klavier zu einem Gesamtkunstwerk zu vereinen. Liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder. Die Literatur, die wir zur Musik von Karl Löwe ausgesucht haben, ergänzt diese wunderbar. Sie ist genauso bildhaft und melancholisch, aber auch humorvoll, ohne dabei den Sehnsuchtsort, das Meer, aus den Augen zu verlieren. Die Braut hob auf den Scharlachrot, Balaker. Thank you.